Zapzarab, meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Und ja, jetzt geht es natürlich um die 2x PlayStation 3, die ich auf dem Sperrmüll gefunden habe, auf einem Haufen mit diversen anderen Sachen. Aber jetzt will ich erstmal wissen, ob die Dinger überhaupt funktionieren oder nicht. Da bin ich selber gespannt. Die werde ich jetzt alle anschließen. Ich habe extra ein neues Netzkabel ausgepackt, extra für diesen Test, weil die anderen konnte ich nicht finden. Also wir haben HDMI-Kabel. Wir haben Stromkabel, wir haben Internetkabel, wir haben Controller hier. Das ist zwar von meiner PlayStation 4, aber das funktioniert eigentlich genauso mit dem Kabel. Müsste es, denke ich, funktionieren. Wenn nicht, habe ich ein bisschen Pech gehabt. Aber wir wollen wissen, ob die überhaupt funktionieren. Deswegen werde ich jetzt alles anschließen und gucken, ob es geht oder ob es nicht geht. Vielleicht haben wir Glück und die funktionieren. Dann könnte man eventuell auch darüber überlegen, ob ich die PlayStation verlosen sollte oder nicht. Aber ich denke mal, ich kann mit denen eher nichts anfangen. Dann lasse ich mir was einfallen für eine Verlosung. Dann könnte ich die zwei Dinger verlosen, an meine Zuschauer sozusagen ein bisschen was zurückgeben, weil ihr gebt mir auch was, die Aufmerksamkeit. Und für diese Aufmerksamkeit kann ich ja auch was zurückgeben. Deswegen werden wir jetzt das alles mal anschließen und testen, ob es funktioniert. Wenn ja, dann steht der Verlosung nichts im Wege und dann können wir das Ganze einleiten. So, Freunde, wir haben jetzt Kabel alles angeschlossen. TV läuft, das Ding leuchtet rot. Jetzt bin ich gespannt, ob es geht oder nicht. Drück mir die Daumen, dass das Ding funktioniert. Und also anspringen tut es schon mal. Jetzt bin ich gespannt, ob was auf dem Bild auftaucht oder nicht. Komm schon, mach irgendwas. Oh, es hat sich was getan. Das ganze Ding funktioniert, alter Schwede. Hier, ist das nicht zu glauben. Das Ding funktioniert. Geil, so. Jetzt müssen wir mal noch den Controller anschließen und gucken, ob der auch funktioniert. Dann haben wir, oder ist die auch? Gucke ich mal gleich. So, wir haben das gute Stück jetzt angeschlossen und wie man sieht, es funktioniert. Hier ist zwar schon ein Benutzer vorgespeichert, da könnte man eigentlich alles mal, gucken wir mal, zack. So, aber das ist irgendwie alles ganz anders da als bei mir auf der PlayStation 4. Ja, aber wie wir sehen, es ist geil, es funktioniert. Tülülülü. So, die Uhrzeit stimmt auch nicht irgendwie überein, oder? Doch, die Uhrzeit stimmt überein. Perfekt. So, Internet ist alles angeschlossen. Jetzt würde ich gerne mal wissen, ob ich da reinkomme. Oh nein, System aktualisieren ist erforderlich. Aber das denke ich mal kein Problem, kann alles aktualisiert werden. Wir schalten mal jetzt mal die zweite PlayStation ein und gucken, ob die funktioniert, weil die kann schon mal geputzt werden und dann könnte ich die eigentlich an einen Zuschauer verlosen. So, wunderbar. Bei denen habe ich jetzt Update gezogen, alles gemacht, alles ist installiert, es funktioniert bestens. Ich weiß nicht, wer sowas auf den Müll schmeißt, aber derjenige muss echt doof im Kopf sein. Sowas auf den Müll zu werfen ist echt schade. Dann haben wir hier die nächste. Jetzt werden wir die mal testen, ob die funktioniert. Also die erste funktioniert bestens. Jetzt schauen wir mal, ob die funktioniert. Leuchten tut alles. Alle Stecker stecken. Jetzt schauen wir mal. Keine Kabelverbindung? Komm, mach was. Komm schon. Na komm. Also da leuchtet alles. Yeah. Wunderbar. Ich glaub's nicht. Zweimal PlayStation, die voll funktionieren. Ich bin hier echt baff. Krass. PlayStation, die funktionieren. Auf dem Müll. Heftig. Wer macht sowas? Also, der Verlosung steht nichts im Wege. Ich mache mich schlau, wie ich das am besten mache. Und dann denke ich, ein paar Zuschauer werden glücklich gemacht mit einer PlayStation 3. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon hält. Ich denke mal, die werde ich jetzt auch Update ziehen und zurücksetzen, dass alle Daten gelöscht werden. Und dann sehen wir uns weiter. Ich würde mal sagen, ciao Kakao.